Schön, dass ihr wieder einschaltet hier bei Let's Splinter und Crusader Kings 3. Wir sehen unseren Spielererben. Wir sehen Berthold von Nassau, der erwachsen geworden ist. In der letzten Folge haben wir es gesehen und wir schauen auch gerne jetzt nochmal drauf. Denn dieser gute Berthold von Nassau, 16 Jahre alt, schon boah, was ist es? Ja, noch verlobt, bald verheiratet vermutlich. Er ist Spielererbe von uns und es ist ein wahrlich guter Charakter geworden. Er ist charismatischer Verhandler, Diplomatie damit plus 6 als Meister der Überredungskunst und der Feinheiten der Diplomatie ist Berthold ein ausgezeichneter Unterhändler. Er ist geduldig, er ist ehrgeizig und er ist mitfühlend. Das Geduldige ist neu. Den richtigen Moment abzuwarten ist ein besonderes Talent von ihm. Und insofern freue ich mich tatsächlich drauf, wenn es irgendwann dazu kommen sollte, toi toi, dass er hier die Geschicke des Hauses Nassau übernimmt. Bis dahin ist es allerdings noch ein relativ weiter Weg. Gräfin Halviva ist noch sehr gesund und wieder schwanger, wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Sie erwartet seit 4 Monaten ein Kind und insofern dürfte es dann ja um die Weihnachtszeit rum, im Jahr 1076, soweit sein. Unser eigentlicher Charakter, Graf Ruprecht, hat ein bisschen hin und her geschwankt, was mit Kassel ist. In der letzten Folge habe ich dann aber abgeschlossen mit der Theorie, dass wir unseren Kriegsführungswert betrachtend und unser Kampfgeschick dahingehend auslegen, als dass Angriffskriege für ihn nicht das Wahre sind. Er interessiert sich nicht so sehr dafür, hat sich da entsprechend auch nicht weitergebildet über all die Jahre, mittlerweile auch schon 41 Jahre alt. Er ist zufrieden mit dem, was er hat, Diplomat, darüber hinaus ein zumindest durchschnittlich gebildeter Mensch, ganz im Gegensatz natürlich zu seiner Frau, die da ein bisschen besser steht, Gräfin Halviva. Aber die sind zufrieden, ehrgeizig sind sie, keine Frage, Chancen lassen sie auch nicht ungenutzt. Sprunghaft ist er obendrein, aber Angriffskriege, das ist nicht das, was Graf Ruprecht hier verfolgt, jedenfalls momentan nicht. Er hat starke Bündnisse, das ist für den Verteidigungszweck ausgezeichnet, aber wir werden sehen, wo es ihn hintreibt, aber momentan sicherlich nicht nach Kassel. Und damit steigen wir in die neue Folge ein, freue mich sehr darauf. Wir haben die Möglichkeit, eine Heirat zu arrangieren und es ist unser Spielererbe. Kinder der Ehe werden in das Haus Nassau geboren. Das ist richtig und wichtig. Die Chance auf Kinder ist moderat. Vererbliche Eigenschaften gibt es keinen. Wir erhalten 400 Prestige, denn Adelheid von Babenberg ist die Tochter von Ist die Tochter von ebenfalls der Herzogin Adelheid. Doch, doch, ich dachte, es wäre ein Fehler. Eine Herzogstochter hier tatsächlich an unserem Hofe. Und das wird angenommen. Damit wird dieses Bündnis auch gestärkt. Wir schicken den Vorschlag ab. Und an den heiteren Ruprecht allzu gerne nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Euer Sohn und Erbe Berthold und meine Tochter Adelheid gehen den heiligen Bund der Ehe ein. Möge St. Brigida diesen Bund segnen. Gezeichnet Herzogin Adelheid von Nordgau. Damit sind sie verheiratet. Ehepartner. Und das ist schon besonders für uns, das muss man so sagen. Haben da jetzt eine starke Persönlichkeit hier an den Hof bekommen. Schauen uns an. Oh, sie ist lüstern, sie ist eine religiöse Eiferin und sie ist maßvoll. Das ist, wie gesagt, eine sehr spannende Kombi, die da herangewachsen ist. Es ist am besten, sämtliche Dinge nur in vertraglichen Dosen zu genießen. Trotzdem ist sie lüstern, in ihr lodert fleischende Gelüste. Und für tiefe religiöse Überzeugung steht sie auch ein. Also insofern, das ist auch durchaus interessant. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Gerade die mitfühlende und geduldige Schiene von unserem Berthold wird durchaus auf einige Gegenpole von ihr treffen. Das kann man so jetzt schon sagen. Die nächste Fraktion gegen Kaiser, es gibt nicht wenige davon, wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Was wir auch gesehen hatten, ist, dass wir unsere Ländereien ausgebaut haben. Die Burg, das ist zu viel, aber wir machen gutes Gold und ich bin gewillt, die Hangfelder zu verbessern. Kostet uns allerdings auch 142 Gold. Oh, da kommt aber ein Ereignis rein und dafür halten wir natürlich gerne an. Es ist der 2. Januar, es ist ins nächste Jahr noch gerutscht. Mit einem müden und doch glücklichen Lächeln überreicht Halviva mir eine perfekte kleine Tochter. Wer wirst du einst sein, mein Kind, und wie sollen wir sie nennen? Wir gehen wieder nach fränkischen Namen. Beziehungsweise ich möchte hier einfach mal auch einen anderen Namen verwenden und selbst eintragen. Wir nennen sie einfach mal Jasmin. Das ist die Fünftgeborene tatsächlich.
und schauen uns das dann auch kurz an. Das ist wirklich eine sehr breite Struktur, das muss man so sagen. 4, 7, 16, 24. Also 24 ist ja schon Wahnsinn. Und die Mutter war damals tatsächlich erst 17. Die hat wirklich schon viele Kinder zur Welt gebracht. Ist immer noch in Ordnung, was ihre Gesundheit anbelangt. Jasmin von Nassau bekommt natürlich auch ein Mündel. Und die Ratsspitzelin von uns macht da sicherlich einen guten Job. Der geben wir auch das zweite Mal hier die Möglichkeit, sich auszutoben im wahrsten Sinne. Das haben wir schon bei ihrem Bruder Johann von Nassau so arrangiert. Ja, und dann ist das geklärt. Wir gehen zurück zu dem Ausbau und ich bin am Überlegen, ob sie Jagdreviere sind. Bluthundzwinger könnte uns noch mehr Steuern, Verteidigungsvorteil bieten. Ja, vielleicht schauen wir auch einfach auf ein bisschen mehr Aufgebote oder Hügelfestungen. Gibt eine Garnison von plus 250. Und vielleicht sagt sich Graf Ruprecht jetzt, lieber befestigen wir unser eigenes Land, statt nach außen zu schauen. Und insofern gehe ich jetzt hier mal auf die Hügelfestungen, die in 5 Jahren abgeschlossen sein werden. Bis dahin können wir natürlich wieder viel Gold verdienen. Wir sind mitten im Winter und haben unser fünftes Kind geboren. Der Ehrgeiz, er treibt seine interessanten Züge mit unserem Ehepaar. Der Ehrgeiz scheint hier in der Familienbildung zu liegen. Oh, ein geistiger Zusammenbruch aus dem Nichts, ein liederliches Verlangen. In letzter Zeit werde ich immer wieder von lasziven Gedanken und erotischen Fantasien abgelenkt. Bei all den Beschwernissen des täglichen Lebens ist es allzu leicht, sich in Tagträumereien zu verlieren und die Wirklichkeit zu vergessen. Dieses Verlangen stört eindeutig mein Leben, doch was soll ich nur dagegen unternehmen? Diese Option ist verfügbar dank der Eigenschaft liederlich. Hör, niemand außer mir darf heute das Freudenhaus besuchen. Das senkt sofort unseren Druck und Pegel. Verlieren 78 Anspannung. Das werden wir sicherlich hier an der Stelle machen. Oh, Liebesbläschen, das Feuer der Liebe. Das Brennen in meinem Schritt wurde derart unerträglich, dass ich mich entschuldigen und in meine Gemächer fliehen musste. Endlich allein wollte ich mir mit Kratzen etwas Erleichterung verschaffen, doch Erleichterung suchte ich vergebens. Meine Finger fanden nur Pusteln, die sie aufrissen. Wir haben die Eigenschaft, Liebesbläschen hinzubekommen. Und das ist natürlich nicht allzu schön. Gucken uns das an. Natürlicher Schrecken, minus 5. Anziehungsmeinung, minus 20. Darüber hinaus kann das vererbt werden. Das ist die Gesundheitseigenschaft. Gucken uns das hier mal gerade in groß an. Ah, wir sehen ihn hier. Wow, und er ist natürlich jetzt echt ein bisschen entstellt. Unangenehm, so ein Besuch. Und auch unsere Gräfin wird da schon einen genaueren Blick drauf werfen, kann das nicht ignorieren. Aber sie ist mitfühlend. Die Frage ist, sie ist warmherzig und zeigt stets Mitleid und Anteilnahme. Ich deute das eigentlich so, wer 5 Kinder miteinander zeugt, hat echt ein gutes Verhältnis zueinander. Die Frage ist, ob dieses Mitfühlende jetzt hier in dem Bereich immer noch dafür sorgt, dass sie sagt, komm in meine Arme, nachdem du in anderen Armen warst. Den Reim könnt ihr bei euch gerne selbst bilden. Wenn wir jetzt nochmal das Freudenhaus besuchen, fände ich es ein bisschen abstrus. Insofern lassen wir das erstmal laufen. Sammeln wieder Gold an. Und es passiert aber Schreckliches. Ein Mörder unter uns. Der Gestank ist wie eine Wand, noch ehe die Tür geöffnet wird. Ein heftiger Geruch nach Fleisch, der alles durchdringt. So stinken frische Leichen. Ein weiterer Mo Mord, mein Fürst. Engeltraud wischt sich die blutigen Hände an einer Schürze ab, als sie sich nach der Beschau der Leiche aufrichtet. Wir müssen diesen wahllos mordenden Schlächter aufhalten. Die Hofärztin informiert uns und wir haben wohl jemanden unter uns, der hier wahllos Leute umbringt. Ehrgeizig wie wir sind, boah. Ich werde das Gebäude nach diesem Mörder durchkämmen lassen. Untersuchung wird eingeleitet. Begraben wir die Leiche und vergessen wir dieses Trauerspiel? Nee, der Höflingsmeinungsverlust ist nicht das, was wir hier anvisieren. Und als mein Hofarzt solltet ihr die Leichen untersuchen.
Ja, ich glaube, wir sind arrogant, stehen über den Dingen und werden das selbst in die Hand nehmen und das Gebäude nach dem Mörder durchkämmen lassen. Bin gespannt, was dabei rauskommt. Gehen einige Monate hier ins Land. Vielleicht auch deswegen ist es nicht so erfolgreich. Schauen in unseren Rat und gucken derweil, ob es ein bisschen was anderes oder besseres gibt. Und tatsächlich, Vollmar von Magdeburg ist ein viel besserer Ritter als Poppo. Gucken uns ihn an, er ist keusch, ein religiöser Eiferer. Und das war's, er hat nur zwei Eigenschaften, das habe ich noch nie gesehen. Er ist aber leichtsinnig und ein fähiger Taktiker. Die Frage ist, was ist mit Poppo? Er ist paranoid. Sieht sich ständig von Feinden umringt. Ist mitfühlend und arrogant. Vielleicht tauschen wir hier einfach mal die Geschichte aus. Suchen ihn mal eine Frau, die hier an den Hof kommt. Zum Beispiel die Walpurga. Oh, wobei, die ist hinterlistig. Die holen wir uns sicherlich nicht rein. Suchen nach einer Fränkin. Oh, es gibt echt negative Personen hier im Umkreis. Heilviva, das ist eine Ratsspitze von Graf Adalbert. Geduldig, arrogant und stur, warum nicht? Wird annehmen. Na, seht ihr, dann ist das doch schon mal erledigt und wir können ihm auch dann übel zutun, denn Vollmar von Magdeburg, unser Ritter, wird ein neuer Ratsmarschall. Popo verliert die Meinung von uns, das ist nicht schlimm. Bleibt Höfling. Gucken uns an, ob hier die Heirat gelingt. Ja, so ist es. Das ist doch schön, dann haben wir jemanden neuen hier am Hofe. Ja, ist sofort Höfling von uns durch die Heirat. Müssen wir nicht noch zusätzlich einladen. Oh, wow. Und zusätzliche Steuern schon wieder. Der ausgezeichnete Verwaltungswert unseres Ratsverwalters Gerhard sorgt schon wieder für ein wahnsinniges Plus. Dieser Mann ist eine Sensation. Und das schon seit Folge 2. Wir könnten ihm eigentlich fast ein Geschenk schicken. Dadurch mag er uns noch mehr. Sollen wir im 5? Nein, wir sind ehrgeizig und arrogant. Die 50 schicken wir ihm natürlich nicht. Aber eigentlich müssten wir es tun. So gut, wie er uns das Geld hier reinbringt. Wir können wunderbar unsere Grafschaft ausbauen, dank ihm. Und das freut mich wirklich äußerst. Wir können sicherlich eine Jagd veranstalten. Wir verlieren dadurch Anspannung. Kostet nicht allzu viel. Und insofern nutzen wir diese Gelegenheit mal wieder. Die Jagdbeute. Mein Ritter Meginär sieht das Tier zuerst. Wölfe kann man nur schwer von ihrer Umgebung unterscheiden, aber das Tier beobachtet uns aus dem Dickicht. Ich sehe ihm in die Augen und fast scheint es, als könne es meine Absicht spüren, denn plötzlich läuft es los. Wir reiten. Oder jetzt aber langsam, diese Klippe sieht steil aus. Nein, nein, wir reiten. Das passt nicht zur Arroganz. Wir hoppeln davon und können uns ein bisschen Prestige sichern. Die Jagdbeute. Meine Welt schrumpft auf die Natur um uns herum zusammen, als wir dem Tier auf seiner Flucht durch eine Schlucht folgen. Ich reite an der Seite von Meginer und höre den Donner der Hufe, das Bellen der Hunde, das Schreien der Männer. Das pocht in meinen Adern, als sich der Abstand zu unserer Beute langsam immer mehr verringert. Wir bleiben dran. Nochmal 75 Prestige hinzu. Oh nein. Morde bei Hofe, bis dass der Tod uns scheidet. Ich finde Gräfin Halviva in unseren Gemächern, dahingestreckt, auf dem Boden, in einer Lache ihres eigenen Blutes. Ich sinke zu Boden und halte sie an meine Brust gedrückt. Sie ist so kalt. O Himmel, warum ist sie so kalt? Unsere Gräfin und Ehefrau ist gestorben. Was machen wir in der Situation? Ehrgeizig, arrogant. All das ist, glaube ich, vergessen. Ermordet unsere Frau. Ich muss für alle beten. Nein.
Wir können die Bewegungsfreiheit auf dem Hof aller einschränken und den Mörder hoffentlich so sehr unter Druck setzen, dass er sich verrät. 5 Jahre eingeschränkte Vasallenbewegung, dadurch minus 10 und jeder Höfling verliert 20 Meinungen von uns. Verdoppelt die Wachen, wir verlieren 50 Gold. Oder, tja, sind wir so arrogant, dass wir um Hilfe bitten im gesamten Reich? Wir würden Prestige einsetzen. Was ist hier der richtige Move? Also verdoppelt die Wachen auf jeden Fall und vielleicht ist es eine außergewöhnliche Not und das Prestige, was wir durchaus haben, setzen wir hier ein. Denn wir sind arrogant und können uns vielleicht auch vorstellen, dass wir von allen Hilfe erwarten können. Was ist hier die richtige Wahl? Wie würdet ihr es entscheiden? Ich nutze den Würfel und würfel eine 5. Hatte niemand etwas gesehen? Bitte, ich brauche eure Hilfe. Eine außergewöhnliche Situation, die unserem arroganten Grafen hier zu dieser Notsituation greifen lässt oder Notlösung greifen lässt. Aber was für ein Schicksalsschlag! Ermordet im Alter von 43 Jahren. 5 Kinder zur Welt gebracht und das ist ein trauriger Tag für den Grafen, der nun nicht anders kann, als ins, na wobei, was heißt nicht anders kann, als ins Freudenhaus zu gehen, das macht auch keinen Sinn. Kann er das so sehr trennen? Welche Schlussfolgerungen gibt es? Brauchen wir einen Leibwächter? Er ist relativ teuer. Er ist wirklich sehr teuer eigentlich. Wir gucken, was passiert. Wir sind nicht verheiratet. Aber was für ein schwerer Schicksalsschlag. Und wir sind dort auch auf der Jagd. Das muss man sich mal vorstellen. Es wagt sich jemand, während wir unserem Vergnügen nachgehen, die Gelegenheit zu nutzen und unsere Gattin zu ermorden. Die Jagdbeute. Ich weiß, dass der Schuss tödlich ist, bevor der Pfeil sein Ziel gefunden hat. Als das Tier zu Boden geht, gehen seine Todesschreie unter in unserem Siegesgebrüll. Ein guter Schuss, kein direkter Effekt. Doch wir sind wo ganz anders. Und haben, oh mein Gott, was für eine furchtbare Konstellation. Die Gräfin stirbt. Und unser Spielererbe Berthold von Nassau und Adelheid von Babenberg bekommen ihr erstes Kind. Meine Schwiegertochter Adelheid hat ein Kind zur Welt gebracht. Da es Teil der Nassau-Dynastie ist, sollte es mit einem guten Namen gesegnet sein. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ich weiß, wie dieses Kind heißen wird. Denn das ist ganz klar Heilviva. Davon gibt es, glaube ich, zwar schon mal welche, aber auch dieses Kind wird Heilviva heißen, weil es nur wenige Tage nach dem Tod der eigenen Oma zur Welt kommt. Gucken wir uns das nochmal an, wie knapp das beisammen ist. Sie starb am 29. August. Und sehen nun hier das Kind, das geboren wurde am. Boah, steht das hier eigentlich drauf? Oder drin? Ich glaube tatsächlich nicht. Aber ihr seht es ja hier unten selbst. Also es sind nur ein paar Tage letzten Endes vergangen. Es ist ein Monat her und boah, was für eine Geschichte für dieses Haus. Und all das, während wir auf Jagd sind. Das muss man auch erst erklären. Ich hoffe, wir haben diese Jagd über die mehreren Wochen nicht komplett außer Haus verbracht. Ich denke nicht. Wir waren immer zugegen. Wir haben ja auch agiert in der Todesursache. Die Jagd nähert sich dem Ende. Wir sitzen auf und lassen das Jagdgebiet hinter uns, während die Diener unsere große Beute und anderweitig erlegtes Wild für die Rückreise vorbereiten. Solche Jagden sind die reinste Freude. Ich freue mich schon sehr auf nächstes Jahr. Wir erhalten nochmal Prestige und die Jagd endet. Und gucken, ob wir sonst noch was machen können. Tja, huldigen und Co. geht natürlich nicht. Festmahl veranstalten ist gerade gar nicht drin. Freudenhaus besuchen wäre noch eine Idee, aber wir sind momentan erstmal in Schockstarre, respektive Graf Ruprecht der Elegante, der hier nach keiner anderen Frau momentan sucht.
Und doch dann die Freundschaft von Graf Gosewein. Obgleich mir seine zahlreichen Versuche, meine Gunst zu erschleichen, nicht entgangen sind, bin ich nicht sonderlich erbaut von seinem plötzlichen Interesse an mir. Wer ist das? Warum will er was von uns? Und woher kommt er her? Aus den Niederlanden. Okay. Er ist keusch, zufrieden, aber sprunghaft. Das müsste uns eigentlich gefallen, aber weiß man, dass man sprunghaft ist? Und was hält man als sprunghafter Mensch von... Nein, was hält man als arroganter Mensch von anderen Sprunghaften? Das ist schon mal die Frage, die ich mir jetzt im weiteren Verlauf dieses Ereignisses stelle. Der obsessive Wunsch von Graf Gosewein, mich zu beeindrucken und sein plumpes zur Schaustellung gekünstelter Zuneigung, widert mich ehrlich gesagt sogar an. Tja, aber er hat dennoch ein gewisses Etwas. Warum kann er mich nicht in Ruhe lassen? Oder aber ich möchte sein Gesicht nie wiedersehen. Ja, ich glaube, dass es... Also dafür sind wir... Wir sind ja nicht komplett abgedriftet. Warum kann er mich nicht in Ruhe lassen? Er verliert 5 Meinung von uns und das war dann auch relativ unspannend jetzt in dem Moment. Was spannend zu wissen wäre, ob denn niemand helfen kann, zu ermitteln, wer denn hier, wir müssen doch mal mit unserem Rat, mit Spitzelin, ja, wobei, Komplotte stören hat nicht funktioniert. Das ist eigentlich ein bisschen bitter. Es gibt doch niemanden Besseren. Er hat eine Lungenentzündung. Gesundheit schlecht. Leidet an einer Krankheit momentan. Die beiden bekommen auch keine Kinder, so wie es ausschaut. Unseren Ratsmarschall Vollmar können wir verheiraten. Das machen wir auch mal mit einer Fränkin. Wenn es denn eine gibt. Gefühlt relativ lange nicht. Frage ist, ob wir hier danach filtern können. Ja, hier haben wir die Franken jetzt sortiert. Und dann gehen wir wohl mal auf eine... Na, wir geben... Oh, Wildrut von Falkenstein ist eine ausgezeichnete Ränkespielexpertin. Und ist 26 Jahre alt. Warum nicht? Sie ist keusch, sie ist paranoid und sadistisch. Hohoho. Na, die holen wir uns mal an den Hof. Und das sehr gerne. Wird natürlich angenommen. Ja, und jetzt ist sie Höfling. Und was ist mit Sophie? Sophie hat klar enttäuscht in Bezug auf den Tod unserer Gattin und Gräfin. Ist mit... Ja... Ich glaube, wir setzen sie in einer verspäteten Reaktion. Ein Vierteljahr später ab. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht. Wir haben uns viele Gedanken darüber gemacht und holen Wildrut an den Hof. Dadurch verliert Sophie zwar Meinung von uns, aber wird trotzdem entlassen. Wildrut von Falkenstein ist jetzt hier unsere neue Ratsspitzelin. Und damit ist die Verbindung jetzt hier unten zwischen dem Ratsmarschall und der Ratsspitzelin. Zwei gute Menschen, die uns hier zur Verfügung stehen. Und was ich gerade sehe, ist die Tatsache, dass wir... Arnulf einen Vormund zuweisen können. Das rührt natürlich daraus, dass er unter den Fittichen unserer Gattin stand. Das ist also noch ein Nebenprodukt dessen. Und wir sind so arrogant, nein, wobei wir sind nicht so arrogant, wir sind einfach langzeitgeschädigt jetzt hier und übernehmen das selbst. Arnulf, der hier von uns unterrichtet wird. Na, das Druckmittel gegen Kaiser Heinrich läuft bald aus. Wir haben gesehen, dass wir nichts dergleichen tun können hier gegenüber ihm. Können wir mal beeinflussen, weil er ist uns sehr neutral gegenüber gestimmt. Na, wobei, das bringt kaum Erfolg. Wir sind da nicht wirklich gut. Und haben aber auch sonst keine Möglichkeiten. Wir sind nicht verheiratet, das ignorieren wir an der Stelle. Schauen wir uns hier nochmal Berthold an. Mittlerweile 18, also auch in unserem Sinne jetzt eigentlich erwachsen. Ja, und Heilviva. Das ist wirklich eine traurige Geschichte, eine kapitale Geschichte in dieser Folge. Ich kann mich selbst kaum davon erholen. Es ist
für mich wirklich interessant zu sehen, wie das hier in bereits der fünften Folge mir schon so schwer fällt, weil ich mich da mit den Charakteren durchaus verbunden fühle. Und ich hoffe, ich kann das einigermaßen zu euch transportieren, aber es hilft nichts. Es ist das Jahr 1079 und der Verdacht der Zauberei steht im Raum. Derweil ist das Druckmittel gegen Kaiser Heinrich IV. Verfallen. Blutverschmierte Gewänder, Rabenfedern, seltsam riechendes Gebräu. Dies wird mir von einer Gruppe Dorfbewohner aus Nassau vorgelegt als Beweis dafür, dass Helferich in seiner Hütte am Rand des Dorfes Zauberei praktiziert. Laut den Dorfbewohnern sind seine finsteren Praktiken Schuld an bösen Ereignissen im Dorf und sie fordern, dass er hingerichtet wird. Wir sind arrogant und wir sind geprägt und geschädigt. Was können wir erreichen? Er muss brennen für seine Verbrechen gegen Gott. Helferich von Kyrburg wird getötet von uns. Wir erhalten 100 Frömmigkeit. Und wir behalten die Eigenschaft zufriedene Bauern. Also steigt die Volksmeinung. Tja, es könnte ein Höfling von uns werden. Aufgebrachte Bauern können wir aber nicht gebrauchen, ehrlicherweise. Er selbst ist relativ belesen. Aber er ist auch gerade ein wahrhaftes Bauernopfer. Und wird insofern hingerichtet von uns. Und wir freuen uns, dass unsere Bauern uns diesbezüglich nun wieder etwas mehr mögen. Geldtechnisch steigt das Ganze hier an. Die Baronie wird weiterhin ausgebaut. Noch 2 Jahre verbleibend bezüglich der Hügelfestungen. Ich weiß gar nicht, können wir parallel bauen? Hangfelder werden hier ausgebaut. Wobei in Solms ist es ja der Bürgermeister. Ah, das gibt's doch nicht. Ah nein, Morde bei Hofe der Gehilfe. Ein seltsamer Mann hat mich aufgesucht. Ich dachte, hier stirbt schon wieder der Nächste. Nachdem er von den Morden gehört hatte, die meinen Hof so zusetzen. Man nennt mich Norbert, mein Fürst. Ich denke, ich könnte euch behilflich sein. Norbert von Stolzenberg ist ein durchaus gut ausgebildeter Mensch. Er ist intelligent, scharfsinnig intellektuell. Er ist zwar faul. Oh, er ist hinterlistig. Aber er ist treuherzig. Er vertraut anderen rasch. Lügen und Betrügen liegen aber in der Sache von ihm. Tja. Wollen wir nur, weil er hinterlistig ist, ihn vom Hofe jagen? Wir haben um Hilfe gerufen. Das strengt uns an. Wir holen ihn zum Hof. Wir holen ihn zum Hof und hoffen nicht, dass das der Mörder ist. Wir haben einen neuen Verwaltungslebenswandel frei. Oh, die Gebäudebauzeit hier minus 30%, das ist wirklich viel. Oh, wir können für Druckmittel Bezahlung verlangen. Das hätte ich mal gebraucht eben. Das hätte ich eben gebraucht. Wir gehen auf die professionellen Arbeitskräfte. Und verringern so die Bauzeiten. In der Hoffnung, dass das jetzt hier auch noch ein bisschen. Ja, jetzt sind es noch 16 Monate. Ich glaube, das hat schon sofort gewirkt. Und zu vergehen die Wochen und Monate in unserer Grafschaft. Wow, verbotene Liebe. Zuerst hielt ich es für einen Scherz. Wie sollten denn mein Sohn Berthold und seine Schwester Wiltrud eine Affäre haben können? Und doch beschreibt der Brief, den meine Spione abgefangen haben, Begegnungen, wie sie kein Kind mit einem seiner engen Verwandten haben sollte. Boah, das gibt's ja nicht. Das ist ja unfassbar. Berthold und Wiltrud, seine ältere und älteste Schwester, haben ein Verhältnis. Wie viel muss unsere Dynastie hier gerade aushalten? In einer Folge wohlgemerkt, in einer halben Stunde. Wir können versuchen, die Liebschaft zu vertuschen. Gewinnen dann unfassbar Meinung von uns. Die Welt wird von ihren Verbrechen wider Gott erfahren. Wir decken das Geheimnis auf. Oder wir sperren sie ein, weil sie das Haus von Nassau entehrt haben. Naja, okay, nee, das ist ein Akt der Tyrannei. Das werden wir sicherlich nicht tun. Wie ticken wir? Wir sind sprunghaft, wir sind ehrgeizig, wir sind arrogant. Wir stehen über den Dingen. Na, wobei, das passt nicht so wirklich.
Es passt eigentlich gar nicht so richtig. Aber, und das ist so der Punkt, wo ich es jetzt rausziehe, die Ruhmeigenschaft der Liederlichkeit. Verbringen sehr viel Zeit im Freudenhaus. Das heißt, wir waren auch Zeit des Lebens unserer Gattin nicht abgeneigt, andere Beziehungen zu haben. Und es ist zwar schwer zu begreifen für uns, aber wir sind in einer extremen Situation seit dem Tod unserer Gräfin. Und vielleicht sind es Berthold und Wiltrud von Nassau ja ebenfalls. Wir versuchen, diese Liebschaft zu vertuschen. Und versuchen sie zu vertuschen, sehen jetzt hier aber eine Beziehung, dass es die Affäre gibt zwischen unseren beiden Kindern, Berthold und Wiltrud. Das ist unfassbar, auch vor dem Hintergrund, was jetzt hier in einer Folge alles passiert ist. Also wenn das euch nicht catcht, ich weiß es auch nicht. Besser wird es vermutlich lange Zeit nicht mehr. Da war einiges dabei in dieser Folge und ich freue mich wirklich schon darauf, wie es weitergeht. Das entwickelt sich alles hier auch aufgrund der Tatsache, dass wir viele Kinder haben, zu einer sehr, sehr spannenden Geschichte im Haus Nassau. Und insofern lasst mir doch sehr, sehr gerne auf YouTube ein Abo da. Klickt auf diesen Button und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Splitter und Crusader Kings 3 hier im Hause Nassau. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.